Da unten ist der nächste Zellenblock. Du bist in der Nähe des zweiten Zellenblocks, Tosh. Lust auf ein paar neue Freunde? Keine Sorge, Tosh. Wir beschäftigen sie, während du die Gefangenen befreist. Gucken, dass wir jetzt so das Ding da reinwerfen. Das wollen wir doch mal sehen. Und nochmal. So, ich glaube, das war's mit den Detektoren hier unten. Ja. Das heißt, wir können jetzt erstmal schnell noch alles killen. Und der kann sich gar nicht wehren. So muss es sein, wenn man unsichtbar ist. Und hier stehen Panzer rum, das heißt, die werden sich wohl Panzer schnappen. Jetzt, wo die Jungs befreit sind, können wir das Ding hier auseinandernehmen. Gut gemacht, Tosh. Tosh, eine Nuklearrakete ist abschussbereit. Markier ein Ziel. Sieh nur zu, dass es nicht zu knapp wird. Ja, wir haben jetzt 4 Atomraketen, die man von Ghosts in StarCraft kennt. Und wo schmeißen wir die hin? Ich weiß nicht, wer es nicht verschwendet. Na komm, schmeiß die mal da rein. Und dann. Ja, bei Tosh dauert es 5 Sekunden, bis die da ist. Beim normalen Ghost dauert es 20. Das heißt, ihm kann man recht gut zielen. Okay. Und da oben ist ein Panzer. Klasse. Vielleicht nein. Ich mache, was ich will. Muss ich mich aufpassen? Ach gut, die bekommen wir auch so tot. Schön. Na, hier haben wir Tore. Das sind die neuen großen Terran-Einheiten. Und die sind böse. Deshalb machen wir die jetzt mit Atomraketen weg. Indem wir die hier reinkloppen. Und tschüss. Ihr seid jetzt alle tot. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch in der Zeit. Wo? Mist. Mach mal den Turm schnell kaputt. Komm. So, geschafft. 100 Leben. Das war ziemlich knapp, um so zu sagen. So, die Bonus-Siedler haben wir auch beide. Dann ist das schon mal schick. Saugen wir uns ein bisschen Leben. Lassen uns nochmal kurz heilen. Und dann müssten wir eigentlich nur noch eine Atomrakete da oben reinkloppen. Ne, 2 haben wir noch. Können wir noch 2 machen. Wir werfen erstmal eine so. Und dann. Dürften, glaube ich, die Detektoren alle weg sein. Schießen wir mal einen Stun hin. So. Ein Gegner, ohne Ende. Ich halt direkt mal die Atombombe da rein. Und kaputt. Und dann zerleg ich das Ding hier. Und dann dürfen wir gewonnen haben, glaube ich. Und dann haben wir sogar den Erfolg. Mach mal. Und. Das ist jetzt doof, dann müssen wir wohl die ganze Basis kaputt machen. Und das werden wir nicht schaffen in der Zeit. Und noch 3 Minuten nicht mal. Na, mach den Bunker. Und mach ihn. Dann. Dann. Und den Turm. Ja. Ein Viking. Cool. Und jetzt sollten wir hier mit einem Schild reingehen und die Panzer kaputt machen. Und wir sollten aufpassen, damit wir nicht sterben. Das könnte echt knapp werden. Wirklich.
Ja, wenn er jetzt da solo reinrennt, dann eh. Das wollen wir doch mal. Mach den Turm kaputt. Danke. Und dann mache ich schnell den Bunker. Ja, gut, man kann es in 25 Minuten schaffen. Wäre wahrscheinlich leichter, wenn man hier die Bonus hier oben nicht macht, weil das wirklich ziemlich viel Zeit gekostet hat. Ja, in einer Minute schaffen wir die Häuser niemals. Das ist viel zu viel. Und der Typ baut hier noch keine Atomraketen mehr. Ja, es ist irgendwie auch doof, dass man wirklich alles kaputt machen muss. Dann gehen wir da auch schon mal. Dass man sich nicht einfach hier hinstellen kann. Und da am Gefängniseingang. Ja, 20 Sekunden am Erfolg vorbei. Schön. Was ist mit einem Traumagier entlassen, Rainer? Für uns alle. Seid ihr gnädig. Und die Mauern stürzen ein. Seid frei, Brüder und Schwestern. Euer neues Leben erwartet euch. Ja, haben wir einen Erfolg bekommen, weil wir 10 Missionen noch schwer erledigt haben. Ah, ich dachte schon, 25 Minuten 22. Für 25 gibt's einen Erfolg, man. Hätte ich ein bisschen mehr gedrückt, dann wäre es easy gegangen. Naja, schade. Gehen wir mal weiter. Jetzt kommt wieder wahrscheinlich eine Cutscene, wie jedes Mal. Nach der Ladezeit, die wir mittlerweile auch schon kennen. Jahre und noch nie ist jemand aus Neuforzum entkommen. Und wir knacken es an einem Nachmittag. Ich kann kaum glauben, dass wir das geschafft haben. Ihr Jungs wart gut. Ich und meine Phantome machen den Rest. Wir erledigen Minsk. Und treten seine Liga in den Dreck. Minsk zu stürzen, war erst der Anfang. Hier geht es darum, eine bessere Zukunft zu schaffen. Versteht ihr nicht? Wir haben gerade jeden Wissenschaftler, Philosophen und Freidenker befreit, der je gegen Minsk aufbegehrt hat. Das war unser eigentlicher Sieg heute. Bist du wirklich so naiv? Morgen kommt ein neuer Minsk und danach noch einer. Dein toller Traum von einer besseren Welt ist nur eine Illusion. Wenn alles so trostlos ist, warum bist du denn hier, Tosh? Was springt für dich dabei raus? Das gleiche wie für dich, Bruder. Ich will Minsk tot sehen. Hier geht es nicht um Rache. Das Ziel unserer Revolution ist Freiheit. Du wirst diese bessere Welt erleben, Matt. Aber für Typen wie uns ist da kein Platz.
So, und mit dieser coolen Cutscene verabschiede ich mich dann auch für die heutige Aufnahme wieder mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit StarCraft 2, Leute. Also bis dann.